stabile Knochen. Richtig feste und stabile Knochen. Einen stabilen Körperbau. Ist wünschenswert. Ist sehr, sehr wünschenswert. Denn wenn der Knochen Belastung ausgesetzt wird, wenn der Knochen intensiv belastet wird durch Druck und durch Zug, durch Hebel, durch Bewegungen, durch Lastenheben, wird unser Körper automatisch dafür sorgen, dass der Knochen weiterhin eine hohe Knochendichte erhält. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triembacher, Mr. T. Heute zum Thema, wie erhalte ich mir einen stabilen Knochen? Zwischenzeitlich ist es so, dass die westeuropäischen Länder, also alle modernen Länder, alle Nummer 1 Länder haben ein Problem, dass viele Menschen keine hohe Knochendichte mehr aufweisen, dass die Knochen an Stabilität verlieren. Warum? Weil wir unserem Körper nicht mehr diesen Widerständen aussetzen, was wir ihm aussetzen sollten. Denn viele werden mit 65, 70 ins Altersheim geschoben, aufs Sofa geschoben, Kreuzworträtsel machen. Von den Ärzten: Schonen Sie sich bitte. Sie dürfen nicht zu viel machen. Sie müssen sich unbedingt schonen. Nein, Sie dürfen nicht zu viel Sport machen. Gehen Sie lieber mal spazieren, ja. Aber machen Sie es nicht zu viel, übertreiben Sie es nicht mal. Und diese Schonerei, diese zum Teil zu Todesschonerei, sorgt dafür, dass Menschen an Knochendichte verlieren. Dass Menschen auf einmal mit 60, 65, 70, ja, Knochen haben, die nicht mehr belastbar sind. Einen Stoffwechsel haben, der nicht mehr belastbar ist. Warum? Weil sie vom Berufsleben rausgezogen werden, aufs Sofa verbannt werden, oftmals auch noch bestraft werden. Sie dürfen nichts machen, bewegen Sie sich. Ja, Sie haben dann Knieschmerzen, aber bewegen Sie sich bloß nicht zu viel. Schonen Sie sich bitte zu Tode. Setzen Sie sich in Ihren Sessel und machen Sie Kreuzworträtsel und gucken Sie Fernsehen. Und genau das ist der falsche Weg. Ja, es gibt Menschen, die haben Probleme an den Gelenken. Ja, es gibt Menschen, die haben gewaltige Probleme. Auch dafür gibt es Lösungen. Das Sofa und der Fernsehsessel ist nicht die Lösung. Und der Kühlschrank mit zu viel Essen und die Bäckerei mit zu viel Kuchen ist auch nicht die Lösung. Sondern die Lösung liegt natürlich immer darin, dass man sich überlegt, wie könnte ich denn Körper wieder auf Vordermann bekommen. Und deswegen ist meine wärmste und beste Empfehlung ist, Senioren und Seniorinnen, ab ins Fitnessstudio. Wenn wir mal rausgehen ins Fitnessstudio, stellen wir fest, dass der größte Anteil im Fitnessstudio ist unter 25 Jahre. Also Menschen, die sehr viel Wert legen auf ihren sexy Body, auf ihren nice Butt, Sixpack und so weiter und so fort. Das ist heute in, ist ja auch schön so, wenn sich Menschen mit der Thematik gesunde Bewegung, gesunde Ernährung auseinandersetzen, ist wunderbar. Aber der Anteil an Senioren und Seniorinnen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ist super klein. Warum? Weil die meisten Menschen mit 60, 65 sagen, jetzt ist eh egal, jetzt brauche ich eh nichts mehr machen, das ist eh wurscht. Komm, ich bin verheiratet, ich habe alles schon hinter mir, was soll ich mich jetzt noch anstrengen? Freunde, also hallo, einen ja, desolaten Körper noch vom 65. bis zum 80., 85. Lebensjahr so vor sich hin dümpeln zu lassen, ein Körper, der nicht mehr richtig funktioniert, eine Bewegung, die eingeschränkt ist, komplette Tagesablauf, der eingeschränkt ist, das macht keinen Spaß. Das ist Lebensluxus, der uns flöten geht, und zwar dann flöten geht, wenn wir ja nie mehr so viel arbeiten müssen, wenn wir dann die Zeit haben, ein bisschen uns um uns zu kümmern, schöne Ausflüge zu machen, Sport betreiben könnten, dann ist der Punkt gekommen, wo es nicht mehr geht, wo es nicht mehr funktioniert, wo man dann von morgens um 7 bis abends um 22 Uhr Zeit totschlagen muss, seiner Frau auf die Nerven gehen, die Frau ihr Mann auf die Nerven geht, weil sie zusammensitzen, aber weil sie nichts mehr machen können groß, weil der Körper die ganze Zeit geplagt ist von Wehwehchen und von Krankheiten, wenn man von einem Arzt zum anderen geht. Deswegen wäre es wichtig, dass da draußen in der Welt ein Bewusstsein entsteht, dass gerade die regelmäßige intensive Bewegung, auch der Kraftsport für den Senioren, ganz wichtig ist. Denn im Moment ist es so, dass die meisten Senioren, die machen Seniorengymnastik. Ja, es ist gut, es ist besser, wenig zu tun. Aber den Senioren wird eher beigebracht, schonen Sie sich,
machen Sie bloß nicht zu viel. Es gibt Studien in Schweden, wo die Leute im Altersheim Krafttraining betreiben und von ehemalig 400 Metern am Tag, wo sie maximal noch gelaufen sind, im Durchschnitt sogar nur 200 Meter, auf einmal wieder 4000 Meter am Tag laufen können, sich besser versorgen können, dafür sorgen können, dass sie natürlich auch wieder einkaufen können, zum Friseur gehen können. Der Betreuungsaufwand geht runter. Und jetzt wird es ganz interessant. Na, auch die Psyche ist wieder gesünder, weil die Menschen wieder am Leben teilnehmen können. Sie auch wieder stabile Knochen haben, auch die Mobilität sich erhöht, weil eben die Schmerzen nicht mehr da sind, weil die Knochen stabil sind. Es hat also definitiv auch hier null Nebenwirkungen. Wenn man es richtig macht, null Nebenwirkungen. Aber wir finden im Fitnessstudio keine Senioren oder nur ganz wenige. Das sind von 1000 Mitgliedern, ist nicht mal 1% über 60. Die sitzen zu Hause, die machen nichts, die sterben vor sich hin. Das kann doch nicht unsere Aufgabe sein, sowas zu machen. Deswegen, ihr lieben Senioren und Seniorinnen, geht raus zu Hause, bewegt euch, macht intensiven Sport. Geht her und sorgt dafür, dass ihr euer System weiterhin benutzt. Sorgt dafür, dass ihr am Leben bleibt. Sorgt dafür, dass ihr viel Spaß am Leben habt und Bewegung. Gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung, sei es in der Gruppe, sei es im Krafttrainingsbereich, nehmt einen Freund mit, nehmt eine Freundin mit, geht ins Fitnessstudio, sucht euch euer passendes Studio raus, dann werdet ihr ganz viel Lebensluxus erfahren. Ihr werdet bis ins hohe Lebensalter leistungsfähig bleiben, ihr werdet einen riesen Spaß am Leben haben. Es hat keine Nebenwirkungen, null Nebenwirkungen. Es ist belegt, dass dadurch der Lebensluxus steigt, es ist belegt, dass die Medikamenten Benutzung geringer wird. Es ist belegt, dass die Psyche dadurch gesünder ist. Es ist belegt, dass man mehr Lebensfreude dadurch hat, weil die Hormone wieder gebildet werden. Ja, Freunde, es ist keine Raketentechnik. Es ist eine einfache Entscheidung zu treffen und sagen, yes, Mr. T aus Karlsruhe, Dankeschön. Ich werde es tun. Und ein paar Wochen später wirst du sagen, boah, warum habe ich so lange gewartet, es zu tun? Hätte ich es früher schon getan. Macht nichts. Es ist nie zu spät, Freunde, es ist nie zu spät. Deswegen, Senioren und Senioren, lasst euch nicht einreden, dass ihr auf dem Schrottplatz gehört. Lasst euch nicht einreden, dass ihr nichts mehr könnt. Lasst euch nicht einreden, dass ihr keine Gewichte bewegt. Ihr könnt es. Ihr müsst euch nur richtig zeigen lassen. Und lasst euch nicht abschrecken von Fitnessstudios, die ihr Marketing eben leider nur auf unter 25-Jährige ausgelegt haben. Geht da rein, beweist euch, dass ihr es wert seid. Beweist den Menschen, dass ihr es euch wert seid, dass ihr euch am Leben erhaltet und einen ganz großen Luxus generiert. Und zwar eure Gesundheit, euer Wohlbefinden. Leider ist es draußen so, dass ganz viele Fitnessstudios diesen Markt meines Erachtens nach noch gar nicht erkannt haben. Denn es ist ein Riesenmarkt da. Es sind so viele Senioren und Seniorinnen da. Und klar, die Senioren und Senioren, die haben andere Musikwünsche, die haben einen anderen Style, die haben einen anderen Anspruch an Räumlichkeiten. Und somit ist ein Riesenmarkt da, ein Riesenmarkt für Senioren, Sport, Kraft- und Ausdauersport speziell für Senioren, vom Marketing über die Räumlichkeit, über die Geräte anzupassen, über die Betreuung anzupassen. Natürlich wird es etwas mehr kosten für einen Senior, weil er einen größeren Aufwand betreibt, was die Betreuung anbetrifft. Natürlich ist das Design anders. Natürlich ist es etwas hochwertig, dadurch kann man auch ein bisschen mehr bezahlen, aber überlegt mal, wie oft ihr nachmittags Kaffee trinken geht, einen Kuchen essen geht. Dinge zu euch nehmt, die überhaupt keinen Lebensluxus generieren. Wenn ihr das alles weglässt, dann habt ihr ein tolles Geld, in eure Gesundheit zu investieren. Überlegt mal Ernährungsberatung für Senioren in einem Fitnessstudio. Senioren haben diesen Bedarf. Beratet sie. Gebt ihnen diese Fürsorge. Denn sie haben es verdient. Sie haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Vergesst bitte unsere Senioren nicht. Das ist meine Empfehlung. Deswegen auch ich immer, auch meinen Senioren, die ich kenne, ja. Die können mich manchmal nicht mehr leiden. Weil sie sagen, Andreas, lass mich mal in Ruhe. Nein, ich lasse ihn in Ruhe. Denn das ist wichtig, dass diese Menschen einen hohen Lebensluxus auf Dauer haben. Freunde, das war mein Thema zum Thema Senioren und Seniorinnen. Wenn ihr das gut findet, dann tragt es raus, verteilt diesen Video, teilt diesen Video, schickt diesen Video. Dankeschön.